Hey Chomber, willkommen in Night City und in diesem Video. Heute wollen wir uns anschauen, wie wir in den Flughafen zurückkommen. Dabei kannst du leider nicht überall wieder reinkommen, aber in einen ganz bestimmten Bereich, da kannst du zurückkehren. Und wie das funktioniert, das möchte ich dir nun hier zeigen. Wir starten hier am Schnellreiseterminal Skyline und Republic. Hier mal die Karte, das ist die Position, wo ich mich befinde. Das befindet sich im Stadtzentrum Downtown. Von hier aus müssen wir nun einmal hier so entlang zum Wasser hin und von hier aus schwimmen wir dann so herum. Also es liegt auf jeden Fall etwas Schwimmerei vor uns. Wir starten und laufen jetzt hier entlang. Einmal die Treppe hoch und dann einfach geradeaus durch. An diesen Arasaka-Typen vorbei und dann geht's ins Wasser. Und jetzt heißt es schwimmen und zwar die ganze Zeit. Wir schwimmen erstmal zu diesen runden Tanks. Ich mache das hier mal ein bisschen schneller, damit das flotter geht. So, dann sind wir hier an den Tanks. Das ist schon mal gut. Und jetzt orientieren wir uns hier Richtung diese Gebäude dort. Wir bleiben also rechts vom Flughafen. Immer weiter nach vorne. Das dauert natürlich deutlich länger als das, was wir jetzt hier haben. Und hier an dieser Stelle, ich zeige dir das eben auf der Karte, hier ungefähr werden wir gleich die Meldung bekommen, dass du die Karte verlässt. Und das ist auch ziemlich gut so. Wir gehen auch was nach vorne. Hier kommt die Meldung. Ab ins Wasser und jetzt schwimmst du rüber. Also wenn diese Meldung kommt, dann schwimmst du rüber Richtung Quant von dem Space Center hier. Ja, und wenn du hier bist, dann schwimmst du Richtung Karte verlassen. Also ignoriere die Warnung. Und wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, dann wirst du halt hier hin teleportiert. Und da sind wir im Inneren des Space Centers. Da ist die Landebahn und da ist das Flughafengebäude. Jetzt müssen wir hier nochmal rüber, also nochmal schwimmen. Dann landest du hier und hier klettern wir hoch. Also von dort kommen wir und hier sind wir. Und jetzt laufen wir mal den ganzen Weg geradeaus durch. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn die Besonderheit ist, dass du hier an der Seite hochgehst, also genau hier entlang. Da haben wir nämlich dieses Teil hier. Und warum ist das wichtig? Weil du dann hier draußen auf diesem Teil stehen kannst. Wenn du das hier vorne machen würdest, würdest du runter ins Wasser fallen. Und von hier aus kannst du dann einfach dich hochziehen und dann bist du auf der Landebahn bzw. Startbahn. Also hier kannst du auf jeden Fall schon ganz normal rumlaufen. Du kannst hier auch ein Fahrzeug rufen. Also in dem Fall habe ich jetzt mal ein Motorrad gerufen und kannst hier Top Gun mäßig über die Startbahn mit dem Motorrad fahren. Mit der richtigen Musik dabei ist das schon ziemlich cool, aber das nur so nebenbei. Wir sind nochmal zurück an unserer Ausgangsposition und anstatt da jetzt geradeaus durchzufahren und da ein bisschen rumzuheizen, fahren wir jetzt hier rechts entlang. Und zwar an diesem Gebäude müssen wir entlangfahren. Hier nicht schocken lassen. Das sieht so aus, als wäre hier nichts, aber hier ist ein Boden, definitiv, wie man sieht. Geradeaus weiterfahren. Hier müssen wir dann einfach hochspringen und dann laufen wir hier rüber, so dass wir hier hinkommen. So, dann sind wir hier an dieser Position und dann rufst du ein Fahrzeug, was vorne möglichst niedrig ausfällt. Hier zum Beispiel der Turbo R740, den kannst du rufen. Den schnappen wir uns jetzt und damit fahren wir dort zur Mauer hin. Wir wollen nämlich hier ganz nah dran. Perfekt. Und jetzt rufen wir uns noch ein Motorrad. Und mit dem wollen wir jetzt auf das Fahrzeug und dann da oben drauf. So, das ist okay. Und dann sind wir hier drauf. Warum diese ganze Aktion überhaupt? Man kann hier oben keine Fahrzeuge rufen. Man kann die nur dort auf der Seite rufen oder dort auf der Seite. Aber hier geht nicht. So, und jetzt können wir uns hier nämlich frei bewegen und können dann zum Beispiel hier entlang fahren.
Wenn du in diese Richtung fährst, hast du auch irgendwann wieder die Meldung, dass du die Karte verlässt. Also wenn das kommt, dann aufpassen, nicht zu weit fahren. An dieser Stelle auf jeden Fall mal speichern, weil du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Du kannst dorthin fahren oder dorthin fahren. Wir fahren aber hier lang und jetzt sagst du, Moment, da ist doch gar nichts. Doch, du kannst hier runterfahren. Das musst du natürlich gut treffen jetzt. So, und dann kannst du hier auf der Schiene langfahren. Das Ganze funktioniert natürlich auch zu Fuß, also du brauchst nicht zwingend jetzt unbedingt ein Motorrad, aber ein Motorrad hat halt zwei Vorteile. Zum einen bist du natürlich schneller unterwegs und zum anderen hast du kein Damage, wenn du runterspringst. Wenn du da einfach mit Wii runterspringst, dann gibt es auf jeden Fall Schaden, vielleicht sogar Tod, je nachdem. Das umgeht man halt mit dem Motorrad. Hier sind wir. Genau in diesem Bereich können wir zurückkehren. Hier kannst du dich dann in Ruhe umschauen, kannst gucken, ob es hier noch Loot für dich gibt. Hier musst du ein bisschen aufpassen, es gibt aus irgendeinem Grund Lücken. Und auch wenn da Leichen liegen, wenn du da reingehst, dann fällst du runter tatsächlich. Also solche Lücken in der Matrix hier auf jeden Fall umgehen. Ja, und dann kannst du dich hier in Ruhe umschauen. Und wenn du das getan hast, dann kannst du wieder zurück. Wir sind wieder an dieser Position, dort sind wir gerade lang gefahren. Du kannst dir natürlich auch die Startrampe da anschauen, wenn du möchtest, aber du kannst natürlich auch hier ein bisschen exploren. Dafür musst du hier wieder runterfahren, Sucker, und fährst einfach in diese Richtung. Hier musst du natürlich in der Spur bleiben, am besten nicht zu schnell fahren. Wenn du da geradeaus lang fährst, dann ist irgendwann auch wieder die Meldung Karte vorbei, zu Ende. Deshalb am besten hier links ranfahren, da kannst du halt zu diesem Terminal fahren. Das ist übrigens auch das Terminal, wo letztendlich auch Reed liegt. Du wirst zwar sagen, Moment, wir waren doch bei Terminal 1. Ja, das ist richtig, aber du wirst dann rübergeworben zu Terminal 2. Hier ist es jetzt ganz hell. Immer wenn das irgendwo der Fall ist, dann einfach in die Nacht wechseln, denn dann sieht es wesentlich besser aus. So, wir steigen ab, dann können wir uns hier so ein bisschen umsehen. Leider kommt man hier nicht durch diese Tür durch, das ist leider nicht möglich, aber man kann sich hier mal so ein bisschen die Details anschauen, wenn man das machen möchte. Kann sich hier ein bisschen umsehen, vielleicht für Screenshots und so weiter. Wenn du hier weiter entlang läufst, dann kommt schon wieder die Meldung, hier solltest du nicht sein. Ich glitsch mal hier durch, weil wenn man hier durchglitscht, dann siehst du, dass hier Reed liegt. Eigentlich sollte der da vorne liegen, aber tatsächlich liegt er hier bei Terminal 2 immer noch. Also solltest du die Leiche von Reed mal suchen, dann findest du sie hier. Naja, jedenfalls dann, wenn du hier mit einem Mod durchglitschen kannst. Hier gibt es natürlich jetzt nicht so viel zu entdecken, aber eben vielleicht als Screenshot-Kulisse. Und du kannst dir natürlich hier direkt so einen Start angucken. Dafür ist das auch sehr, sehr cool. Start ist halt immer so gegen 12 Uhr hier. Und dann kannst du dir das mal so richtig aus der Nähe anschauen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache hier. Abseits von diesen Bereichen und den Start eines Raumschiffs kannst du dir natürlich auch so ein Raumschiff mal ein bisschen näher anschauen. Hier musst du ein bisschen aufpassen. Wenn du zu nah an diesem Gebäude herankommst, dann wirst du gegrillt. Dann wirst du auf jeden Fall erledigt. Also immer schön fernbleiben. Denn da ist irgendwie so ein, ich nenne es mal Grillfeld. Das macht dich platt. Hier musst du gucken, hier ist nicht alles fest. Hier zum Beispiel gar nicht. Hier auch nicht. Hier kannst du überall so durchfahren. Aber auf diese Weise kommst du dem Raumschiff schon sehr, sehr nah. Eigentlich schon zu nah. Deshalb steige ich hier mal hoch, denn von hier aus kann man sich das Raumschiff besser anschauen. So haben wir das in der Totalen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das hier irgendwann mal startet, aber auch hier ist das einfach mal zum Gucken oder eben um Screenshots zu machen. Ansonsten kannst du hier im Grunde überall langfahren, wie gesagt, nicht in die Nähe des Hauptgebäudes kommen, also nicht zu sehr. Muss man halt im Zweifelsfall ein bisschen austesten, wo man langfahren kann und wo nicht. Deshalb, wenn du hier unterwegs bist, unbedingt häufiger speichern. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß bei der Erkundung des Spaceports. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.